Das soll sich uns entwickeln. Das heißt, der Umweltausschuss, der getagt hat, hat einmütig festgestellt, dass hier Bedarf ist, dass wirklich Pflöcke eingestärkt werden. Und wir wollen hören, ob Frau Röder Interesse hat, jetzt die Nachhaltigkeit in Norderstedt zu fördern. Die Lebensqualität wird in dem Moment sinken, wo es immer lauter und lauter wird und wir nichts dagegen unternehmen können. Der Lärmaktionsplan ist eine Pflichtaufgabe, die muss zu bestimmten Fristen erledigt werden. Und das sind eine ganze Reihe von Aufgaben, die damit erfüllt werden. Zum Beispiel Geschwindigkeitsherabsetzung, Flüsterasphalt, Förderung des Radverkehrs, Förderung des Fußverkehrs oder Lärmdämmung. Und diese Maßnahmen müssen durchgeführt werden in Norderstedt. Sonst kann Norderstedt nicht ein attraktiver Wohnplatz bleiben und sonst kann Norderstedt auch nicht wachsen. Ja, wenn kein Personal da ist, dann kann auch keine Prognose erarbeitet werden. Wir brauchen Prognosen, um zu planen, welche Wohnbaugebiete wir ausloben. Wir brauchen auch Personal, damit ein Bevölkerungsentwicklungskonzept erstellt werden kann. Zum Beispiel im Bereich Schule und Kita. Wir müssen wissen, wie viele Schüler, wie viele Kinder kommen auf uns zu, wie kann das geplant werden. Und da sind wir ehrlich gesagt am Schwimmen. Tja, der Mitarbeiter ist in Pension gegangen, die Stelle bleibt unbesetzt. Das ist ja eigentlich kein Zustand, denn die Anzeigetafeln sind mit viel Geld errichtet worden. Die Messungen müssen weitergeführt werden und die empfindlichen Menschen, die jetzt bei hoher Ozonbelastung Atemwegsprobleme bekommen, die müssen auch entsprechend informiert werden. Ich muss dazu sagen, es ist ein freiwilliges Angebot der Stadt Norderstedt. Aber gerade dadurch zeichnet sich Norderstedt aus, dass es eben freiwillig Umweltschutz mäßige Maßnahmen trifft. Die Gefahr besteht, wenn auch diese Stelle nicht besetzt wird, wenn dieser Mitarbeiter nicht arbeiten kann, dann können wir eine eventuelle Verschlechterung der Grundwasserqualität nicht rechtzeitig erkennen. Und das ist die Gefahr. Ist auch eine freiwillige Maßnahme, aber wir wollen uns doch nachhaltig schützen vor schlimmen Folgen. Wir haben ein wunderbares Konzept Rundweg der Spielplätze. Das ist auch teilweise realisiert worden. Die Mitarbeiterin ist an andere Stelle jetzt gekommen, nicht mehr in Norderstedt. Und mit einmal wird die Aufgabe nicht weitergeführt. Schade, denn Norderstedt zeichnet sich durch Familienfreundlichkeit aus. Und wenn wir diesen Rundweg der Spielplätze nicht weiterführen, ist einer unserer Pluspunkte daneben. Sie wird es schaffen, wenn sie die richtigen Entscheidungen trifft. Und dazu fordert sie der Umweltausschuss auf. Also, ausreichende personelle Besetzung des Amtes 15 und auch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, dass deutlich wird, Norderstedt braucht Nachhaltigkeit. Denn durch Nachhaltigkeit ist Norderstedt in den ersten Rang der Mittelstädte gekommen. Dank Grote und dank seiner guten Öffentlichkeitsarbeit. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.